Ich färbe jetzt meine Haare, mein Ansatz ist wieder wahnsinnig nachgewachsen. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich das so mache, ich habe das alles in meiner aktuellen Haarroutine gezeigt. Das ist die Farbe, die ich auf jeden Fall benutze, die 800 Dunkelbraun von Pulli Palette. Aber wie gesagt, in meiner aktuellen Haarroutine vor ein paar Videos habe ich das online gestellt, zeige ich unter anderem auch, wie ich meine Haare färbe. Und wenn euch das interessiert, dann schaut da einfach gerne mal in meine Haarroutine rein. Ich bin hier gerade am Geschenke verpacken. Das ist jetzt allerdings nicht für Weihnachten, sondern das ist ein Geburtstagsgeschenk, weil der Freund von meiner Tante, der hat morgen Geburtstag und wir treffen uns morgen alle zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Da freue ich mich auch schon, gehen wir alle zusammen essen. Und der hat sich halt eben so einen Kosmetikspiegel gewünscht, was so vergrößert und verkleinert, einfach für ein Badezimmer und ja, unter anderem, also hat noch andere Sachen sich gewünscht, aber das habe ich mir jetzt zusammen mit meiner Schwester ausgesucht und noch ein paar Schokis reingelegt. Das habe ich jetzt verpackt, weil diese. Keine Ahnung, diese Verpackung, ich fand die voll hässlich und die einfach nur einzupacken war irgendwie langweilig. Deswegen habe ich es jetzt so eingepackt. Und hier ist der kleine Rocky. Meine Schwester ist nämlich gerade auf der Weihnachtsfeier von ihrer Firma und ja. Und die kleinen Mäuse schlafen hier. Oh, meine Miami. Süße Maus. Die liegt immer auf der Heizung. Und der kleine Mister hier auch. Ja, und meine Haarfarbe, die zieht immer noch ein, aber die werde ich gleich auswaschen. So, ansonsten gibt es gar nichts mehr heute Abend. So, ich bin gerade dabei, in meine neuen Bilderrahmen, die ich habe, beziehungsweise Schriftzüge, die wollte ich jetzt an meine Wand hier anbringen. Und in ein paar mache ich jetzt neue Bilder rein. Unter anderem habe ich das hier ja jetzt geholt. Das ist so süß. Baby Pablo. Der ist so süß gewesen. Oh mein Gott. Aber hat sich gar nicht viel verändert. Nur ein bisschen längere Haare bekommen. Oh Gott, dieser Hund, ich liebe ihn. Der ist einfach so zuckersüß. Mein Schatzi. Ja, und der kommt jetzt auch an die Wand und na, ich muss mal schauen, wo genau ich was hinhängen werde, weil ist schon ziemlich voll mittlerweile. So, der Sport ist fertig. Ich bin richtig durchgeschwitzt. Tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich gehe gleich heim und dusche dann erstmal und mache mich eine Runde fertig, weil ich jetzt gleich noch Videos drehen möchte. Und ja, aber jetzt gehe ich erstmal noch ins Solarium, mich ein bisschen aufwärmen und ein bisschen bräunen. So, ich werde jetzt ein Video drehen. Ich habe hier schon mal meine ganzen Kosmetiksachen rausgelegt und wie ihr sehen könnt, sind es nur High-End-Produkte. Ja, ich mache jetzt nämlich ein Video ja, zu einem Make-up-Look, was nur High-End-Produkte beinhaltet und ja, für sowohl Weihnachten als auch Silvester praktisch ja, in Ordnung wäre. Und ja, ich fange da jetzt mal mit an und ich hoffe, ich brauche nicht zu lange. So, ich habe mich jetzt fett angezogen, wirklich mit einem dicken Schal. Ich habe zwei, drei Pullis an, beziehungsweise Oberteile und dann noch diesen langen Pulli hier, eine Jeanshose und ja, Stiefel und auch zwei Socken. Weil ich jetzt nämlich mich mit meiner Familie auf dem Weihnachtsmarkt treffe. Wir gehen alle zusammen auf den Weihnachtsmarkt, beziehungsweise wir treffen uns bei meiner Mutter. Wir feiern alle zusammen nämlich den Geburtstag von dem Freund meiner Tante, der Dietmar, und ja, gehen dann noch zusammen alle auf den Weihnachtsmarkt. Und deswegen, ich bin so dick angezogen, ich kann mich kaum bewegen. Oh Gott. Ich habe übrigens gerade einen ja, High-End-Schminklook für euch abgedreht. Da könnt ihr gerne mal online schauen. Es müsst auf jeden Fall online sein, bevor dieses Follow Me Round online kommt. Und ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen wird. Ich habe das jetzt ganz schnell noch abgedreht und beziehungsweise dachte ich, dass ich noch total Zeit hätte und wollte eigentlich noch einen Haarlook dazu abdrehen. Und auf einmal rufen sie alle an, wo ich denn bleiben würde und keine Ahnung, wann wir uns jetzt treffen. Und ja. Dann habe ich mich jetzt innerhalb von 5 Minuten umgezogen und gehe jetzt auch schon raus. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall dann alles, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt sind. Bis gleich. Verteilt. Wir haben noch nachträgliche Nikolaus-Geschenke bekommen. Schokobons und Giotto und natürlich Geld mal wieder, die Spenden. Ich liebe Giotto und Schokobons, die sind so lecker. Herzlich willkommen auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Hier ist der Baum im Hintergrund. Oh, hier ist es extrem voll. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt ist auch einer der größten generell in Deutschland und hier gibt es richtig viel zu sehen. Und wir werden jetzt gleich Backfisch essen gehen. So, meine Schwester hat sich jetzt hier eine Ofenkartoffel geholt mit, was ist denn da drauf? Sauerrahm und
Und geriebener Käse. Und geriebener Käse sieht sehr lecker aus. Aber wir werden jetzt gleich alle Backfisch essen. Hättest du fast eins mit Remouladen bekommen. So, das ist jetzt Backfisch mit Brötchen und Remouladensoße. Das essen wir alle, außer meine Schwester. Und hier gibt es noch einmal Kartoffeln. Lecker. So, die trinken jetzt alle Glühwein. Ich habe mir hier einen Schneehugel geholt. Das ist irgendwie Hugo in warm mit Sahne. Ich habe keine Ahnung, wie schmecken wird, aber ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall Schneehugo. Prost! Also dieser Schneehugo ist auf jeden Fall zu empfehlen. Der schmeckt richtig, richtig gut. Der ist super, super lecker. Sag mal, geht zu dem Häuschen, ihr macht ins Häuschen. Ein Fruchtspieß mit Vollmilchschokolade und ich habe eins natürlich mit weißer Schokolade und Erdbeeren. Ach, so lecker. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe mir in diesem Häuschen, wo es die ganzen Honigprodukte gab, diesen Lippenbalsam hier geholt. Und ja, da sind viele Honigextrakte praktisch drin, aber auch noch viele, viele andere Sachen, die wirklich total pflegend sind. Und ich finde ihn echt richtig gut. Der hat 3,90 Euro gekostet. Und den werde ich die nächsten Wochen auf jeden Fall mal testen und hoffen, dass er meinen Lippen gut tun wird, weil meine Lippen sind so kaputt. Und ja, ich filme jetzt weiter. Ich werde hier wieder alles aufbauen und noch ein paar Videos für euch drehen. So, ich habe gerade ein weiteres Video für euch abgedreht und zwar diese Locken hier, Monsterlocken. Die sind wirklich oben einfach glatt und dann unten diese voluminösen Locken. Ich möchte nämlich so ein Frisurenvideo machen, wo ich dann jeden Tag einfach verschiedene Locken mache. Einmal mit einem Lockenstab oder mit einem Glätteisen oder mit den Miracurl zum Beispiel. Also einfach verschiedene Lockenarten, die man da so machen kann. Und hier das erste war jetzt einfach, dass es hier so glatt ist praktisch und dann unten Locken, aber diese richtig großen, schweren, dicken Locken. Und das habe ich jetzt gerade abgedreht. Und ich glaube, ich werde meine Haare jetzt ein bisschen zusammen machen und danach ein weiteres Video noch drehen. Läuft heute. So, ich bin hier gerade am Wegräumen. Ich habe gerade noch ein Video gedreht, beziehungsweise ein ganzes und ein halbes, in Anführungszeichen. So ein Teil und ja, ich glaube, ihr erkennt ganz gut, was es ist. Es ist ein DM-Haul und ich werde mich jetzt gleich auf die Couch legen und ans Schneiden machen. So, ich fange jetzt direkt an, diese Videos zu schneiden und ja, nebenbei läuft hier gerade Dirty Dancing. Oh, ich liebe diesen Film so, 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 so schön. Und habe mein Weihnachtsbäumchen hier an, ist schön gemütlich gerade. Ja, ich fange jetzt mal an zu schneiden. So, ich habe jetzt gerade die Gewinner benachrichtigt meiner Carly Bible Palette und es haben insgesamt, gab es 109 Kommentare, also richtig genial. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Es hat mich riesig gefreut, das war wirklich sehr, 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 sehr viel diesmal gewesen. Und ja, nebenbei, ich habe jetzt hier auch das erste Video geschnitten. Es speichert jetzt gerade ab. Wenn das hoffentlich ohne Fehler abgespeichert wird, dann werde ich es in YouTube hochladen und dann wird es morgen online gehen, das nächste Exemplar-Video. Ich habe mir jetzt so einen kleinen gemischten Salat gemacht und noch ein Baguette. Ich gehe nämlich mit Freunden später auf die Schlittschuhbahn und da werden wir dann, denke ich mal, richtig essen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach nur so eine Kleinigkeit. Ich war auch gerade, ehrlich gesagt, zu faul, um zu kochen. Und ich habe hier meine neue Kerze gerade mal angezündet, die ich euch im DM-Haul gezeigt habe. Honigkuchen oder sowas ist die Geruchsrichtung. Es riecht auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Also kann ich nur empfehlen, außer dem DM, wie gesagt. Ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich habe hier gerade ein Päckchen bekommen von Cosmo Shop. Die haben mir schon gesagt, dass sie mir was zusenden. Und ich habe noch nicht reingeguckt, weil hier ist alles irgendwie einzeln verpackt. Ich packe das jetzt gerade mal aus und dann kann ich euch zeigen. So, die drei Sachen waren in dem Paket drin gewesen. Das ist einmal von Bella hier ein Haarspray und von S-Factor, ich kenne die Marke überhaupt nicht, aber mal gucken, ein Shampoo und ein Conditioner.